Hallo und herzlich willkommen hier zum Teamkampf Hardcore Heroes gegen die Krümelmonster auf Server 2. Ja, schalten wir doch mal rein. Kisuke für uns am Start gegen Sophia. Ja, was soll ich sagen? Wir haben 3 Kämpfer mehr hier am Start, haben 5 Trophäen, die Krümelmonster dürften 3 Trophäen haben. Da weiß man wenigstens schon mal am Anfang, dass wir 20% Malus haben in den Fähigkeiten und alles andere. Auch Mannox wird ja jetzt besiegt noch von Sophia, aber Erdecker dürfte sie jetzt hier besiegen und sie lässt Sun Hero in den Ring. Ratisbona jetzt für uns am Start. Sie müsste jetzt hier Sun Hero eigentlich besiegen. Und das tut sie auch rigoros. Also einfach mal so. Na komm jetzt. Ja, jetzt weiche ich nicht mehr so oft aus hier, Sun Hero. Komm. Genau. Ratisbona hat ihn jetzt hier besiegt. Aber jetzt muss sie gegen Broke das Zeitliche segnen und Ice-T kommt in den Kampf. So. Ice-T besiegt hier Broke ganz fabelhaft. Jetzt hat sie ihm noch 366 übrig gelassen, aber jetzt ist er weg und Fotso geht in den Kampf. So, Poshi jetzt für uns, den Hardcore Heroes gegen Fotso von den Krümelmonstern. Also wir können hier keine Trophäe gewinnen, höchstens eine verlieren an die Krümelmonster. Jetzt Bobby am Start gegen M-Nemic. Ich habe ja gesagt, ich halte euch ein bisschen auf dem Laufenden von den Olympischen Spielen. Gerade läuft Turnen, weil ich den Kampf etwas später aufzeichne. Ich hatte ihn gestern, als meine Freundin da war, nur aufgezeichnet und jetzt kommentiere ich ihn im Nachhinein. Und ja, gerade läuft Turnen. Philipp Boy hat es wieder verkackt beim Mehrkampf hier in der Mannschaft am Reck. Zu punkten. Er ist gestürzt bei seinem ersten Flugelement und somit hat er die ganze Leistung des Teams nach unten gezogen und somit reicht es auch hier nicht für die erste Medaille für unser Deutschland, beziehungsweise unser deutsches Team. Quabelix gegen Malte jetzt am Start. Wir haben jetzt 2 Helden Vorsprung und Matthias kommt für die Krümelmonster hinein in den Ring. Quabelix besiegt hier auch noch Matthias oder Matt1Ass und Vitaka kommt für die Krümelmonster. Dieser wird jetzt hier unseren Quabelix zum Verhängnis werden. Ist ja auch klar, wenn er hier mit 16.000 Lebenspunkten startet und Quabelix nur noch rund 4.000 hat. Januschel jetzt am Start. Er müsste theoretisch Vitaka hier besiegen. Und dann haben wir schon einen 3-Helden-Vorsprung herausgearbeitet. Wie ich schon sagte, er hat es geschafft. Emilia Weasley von den Krümelmonstern hat sich nicht angemeldet für diesen Kampf. Das heißt, Giannuschel bringt sie hier auch noch um die Ecke. Und Xidiv kommt für die Krümelmonster und wird hier Giannuschel sicherlich besiegen. Wir schauen mal. Ja, das dürfte nicht mehr machbar sein für unseren Januschel, aber Glenn Morangi kommt jetzt in den Kampf hinein und wird hier alles geben und Xidiv ist auch schon weg. Millstone, jetzt für die Krümelmonster. Wir haben 4 Helden Vorsprung wieder. Toller Held jetzt gegen Millstone. Alles am Start. Und toller Held besiegt Millstone hier und Robi Robin kommt jetzt an den Kampf oder in den Kampf besser gesagt
und wird hier versuchen, unseren tollen Helden zu besiegen. Wir haben immer noch den 4-Helden-Vorsprung. MX Vortex. Jetzt gegen Cliff. MX Vortex verliert hier. Wir haben nur noch einen 3-Helden-Vorsprung. Und Stadi wird hier Cliff besiegen und somit wieder unseren 4-Helden-Vorsprung herausholen. Sehr gut. Das sieht gut aus hier für uns, aber wie gesagt, am Ende entscheidet sich, wie nennt man so schön das Eichhörnchen langsam? Nee, doch. Wie heißt das Sprichwort? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das könnte auch in diesem Fall wieder zutreffen, wenn die Krümelmonster hier doch noch. Die Stufen gehen ja nach oben. Der 20% Malus ist ja immer gravierender für uns. Und deswegen könnten sie hier doch noch rankommen und hier noch uns besiegen. Also noch nichts ist hier in trockenen Tüchern. Shockwave jetzt gegen Hohlbirne. Jetzt kommt gerade Fechten. Die Britta Heidemann ist ja heute schon den ganzen Tag über dran, sich hier vorzuarbeiten. Jetzt gegen Chinal im Halbfinale. Mal schauen, ob das gut für uns ausgeht. Die Kämpfe davor hat sie ja meistens ziemlich knapp nur gewonnen. Also mal schauen. Ich hoffe, das wird hier wieder ein Happy End für uns. Glied jetzt gegen Lady Kuya 1. Wir haben nur noch einen Vorsprung von einem Helden. Von zwei Helden, tut mir leid, von zwei Helden. Das heißt, unser Heldenvorsprung von 4 ist geschrumpft, wie ich schon sagte. Das wird nicht mehr so einfach werden hier. Britta Heidemann hat gerade den ersten Punkt gemacht. Das heißt, es fängt gut für uns an. So, Glied jetzt gegen Sultan. Glied jetzt besiegt von Gomorra und Intrust kommt hinein. Wir haben einen Helm von 3, aber Gomorra ist ein richtiges Konditionsmonster. Also, da muss man schon Glück haben. Hier, sie hat zwar keinen Krips und keinen Intu, aber trotzdem, die Prozente muss man ja erstmal haben. Also 88.000 Lebenspunkte, das ist schon enorm. Aber Intrust schafft es hier, Gomorra zu besiegen und hat unseren 4-Helden-Vorsprung, beziehungsweise unseren Vorsprung von 4 Helden wieder herausgeholt. Aber es wird nicht einfacher, das kann ich euch sagen, liebe Zuschauer. Delphi jetzt hier am Start gegen Khaleesi. Wird sie wahrscheinlich, doch, das könnte sie packen mit einem weiteren normalen Schlag hier. Hat sie es gepackt und Mega Metz, sie kommt in den Ring. Hat er eine Melone? Nein, er hat keine Melone. Die Krümelmonster haben keine Melonen aufgeladen. Das ist ein weiterer Vorteil für uns. Jetzt Nightmare hier am Start gegen Mega Metzi. Er wird sicherlich nicht packen, weil jetzt bei Mega Metzi, bei den letzten 5 Leuten von den Krümelmonstern, sind die Stats schon richtig gut hier. Also richtig weit nach oben geschossen. Wild Beast jetzt am Start. Er dürfte Mega Metzi hier zum Verhängnis werden und muss sich dann gegen Davara beweisen. Sie hat sicherlich auch keine Melone. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Doch, sie hat eine Melone. Ach. Wenn man das Gegenteil sagt, dann trifft das eigentliche Ereignis ein. Bitter für mich, weil ich mich da falsch festgelegt habe. Aber nun gut, jetzt Held. Ich bin am Start mit einem teilweise Condi-Equip. Wie ich letztes Mal schon sagte, es ist gerade scheiße. Ich krieg keine guten Dinge, die meine Kondi nach unten schrauben, dafür meine Krips und Intuition nach oben. Aber ich hoffe, ja, ich habe eigentlich eine gute Vorstellung gezeigt. Also ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber es war okay. Spieletrend jetzt für uns am Start gegen K-Team. Sie hat keine Intuition, trotzdem weiß Spieletrend hier kein einziges Mal aus. Das ist schade. Discavio jetzt am Start mit der Melone gegen K-Team. Besiegt K-Team nicht, aber Discavio schafft es in der... Oh.
besiegt Katie und Laflo. Laflo kommt, oder Laflo, also im Sinne vom Spanischen so der Flo. Gegen Molchemeister. Ich sagte ja, es wird hier noch spannend. Drei Helden für uns am Start gegen die Krümelmonster, die noch zwei Helden haben. Laflo könnte hier Molchemeister sogar noch besiegen. Das wäre natürlich kritisch für uns, weil dann würde Heroes Melone auf den geschwächten Laflo kommen. Und so ist es auch. Schade, schade, schade. Hero jetzt mit seiner Melone gegen 3000 Lebenspunkte, 6000 Lebenspunkte verschenkt, die man hätte besiegen können. Dark 206 Melone jetzt gegen Hero direkt ins Gesicht und Egoist müsste es dann theoretisch schaffen, hier den Dark 206 noch zu besiegen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wir schauen, wie das hier ausgeht. Schöner kritischer Treffer noch von Hero, das dürfte es gewesen sein. Egoist jetzt mit der Melone besiegt mit einem 17.000er Crit hier Dark 206. Super gemacht. 700 Ehre für uns, 21.000 Münzen für mich und ein eher mäßig gutes Item. Gehe ich davon aus, habe ich glaube ich nicht begutachtet. Das habe ich aber glaube ich schon wieder weggeschmissen heute Morgen. Ja, muss man mal schauen, wie sich hier das entwickelt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.